Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Dieses Video ist wieder ein La Palma-Video und ich möchte in diesem Video darüber sprechen, ob man als Rohköstler und Veganer hier gut auf La Palma leben bzw. Urlaub machen kann. Letztes Jahr habe ich schon 5,5 Wochen auf Sardinien verbracht, da habe ich mir dieselbe Frage gestellt und habe dazu auch ein Video gemacht, Rohkost und Vegan auf Sardinien. Wer das Video noch nicht kennt, dem verlinke ich es einfach oben rechts in den Infokarten. Ich bin jetzt hier schon seit über 4 Wochen auf La Palma. Ich habe die ganze Zeit rohköstlich gelebt und sehr wundervoll rohköstlich gelebt. Hier auf La Palma gibt es wundervolle, sonnengereifte, qualitativ hochwertige Früchte und Gemüsefrüchte. Also wer Früchte liebt, ist hier auf der Insel auf alle Fälle am richtigen Ort. Es gibt tropische Früchte, subtropische Früchte, es gibt viele Gemüsefrüchte, auch viele Gemüsesorten. Also hier ist alles, was das Herz begehrt. Man findet hier auch Wildkräuter in der Natur, Löwenzahn zum Beispiel und Breitwegerich. Man findet auch in Bioläden oder auch in den Markthallen auch grünes Blattgemüse, Rucola, Kopfsalate, verschiedene Kräuter, auch Salate, die wir so in Deutschland gar nicht kennen. Also man kommt auch auf seine Kosten, wenn man das Grün in der Ernährung nicht vernachlässigen möchte. Man findet auch in Reformhäusern zum Beispiel grüne Pulver wie Weizengras, Gerstengras, Moringa, also wo man sich dann einfach auch mit Wasser und so einen Shake machen kann oder vermischt dieses Pulver einfach mit Bananen. Und die Bananen haben hier wirklich eine sehr, sehr gute Qualität. Ich esse in Deutschland kaum Bananen. Ich kaufe auch ab und zu in Deutschland Bananen, reife Bananen und produziere für meine Jungs Fruchtleder. Aber hier habe ich dann auch ab und an verschiedene Sorten Bananen gegessen, weil hier sie wirklich viel aromatischer sind und ja auch länger an der Bananenpalme hängen können, als wenn sie für den Export gedacht sind. Wir wohnen hier auf der Insel südwestlich in El Remo und in dieser Ecke gibt es auch Städte wie El Paso und Los Llanos und dort kann man Bioläden finden, Reformhäuser, Markthallen, Großmärkte und dort kann man fantastische Früchte, Gemüsefrüchte und auch Salate, grünes Blattgemüse einkaufen. Wir haben oft in einem Großmarkt eingekauft, da habe ich auch ein paar Aufnahmen gemacht, die zeige ich euch hier gleich in dem Video. Und da gibt es zum Beispiel alle möglichen, oder als wir dort eingekauft haben, Ende Oktober gab es zum Beispiel verschiedenste Mangosorten. Dann Cherimoya, Avocados, Papaya, Maracuja, Drachenfrüchte, Tomaten, Äpfel, Mandarinen, Orangen, also alles, was das Herz begehrt, Ananas, Bananen. Das Einzige, auch Feigen fällt mir ein, Feigen, ich war total überrascht, hier Feigen zu finden. Das Einzige, was mir nicht einfällt, was man hier nicht findet, sind zum Beispiel so asiatische Früchte wie Durian oder Champedak. Das sind so, gibt so bestimmte Früchte, auch Sapote findet man hier nicht, beziehungsweise haben wir nicht gefunden, aber die Sapote Mamay findet man hier zum Beispiel auch. Also ich würde mal sagen, es gibt hier fast alles, was man als Rohköstler begehren könnte an Früchten, Gemüsefrüchten, Salaten. Auch für Veganer, die eben noch Kochkost essen, gibt es hier in den Bioläden oder Reformhäusern, auch in Supermärkten findet man zum Beispiel pflanzliche Milch. Man findet einige vegane Produkte, die dann auch so ausgewiesen sind. Man findet auch glutenfreies Brot. Also wenn man auf Gluten achtet, auf laktosefrei, auf vegan, findet man hier auf alle Fälle Produkte. Mit dem Essen gehen ist schon ein bisschen schwieriger. Man kann Salate finden, man kann auch zum Beispiel als Veganer Pommes essen. Aber hier in den Restaurants oder Imbissen wird eben auch oft Fisch, Meeresfrüchte angeboten, auch Fleisch. Also ich habe mir sagen lassen, dass die Palmero, die Bewohner dieser Insel hier auch sehr fleischlastig essen. Das kaufen sie aber dann oft in Supermärkten, eher nicht beim heimischen oder beim regionalen Metzger. Aber trotzdem kann man hier gut auf der Insel als Rohköstler und Veganer leben, vor allem wenn man seinen Fokus auf die frische Kost, auf die lebendige Kost legt. Und ich zeige euch jetzt erstmal den Großmarkt, in dem wir öfters eingekauft haben. Ich stehe gerade vor Palma Fruit, das ist hier ein Großmarkt auf La Palma in der Nähe von Los Llanos. Hier kaufen wir oft Obst und Gemüse ein oder beziehungsweise Obst- und Gemüsefrüchte. Das meiste, was hier verkauft wird, ist konventionell. Einiges ist auch bio, wie zum Beispiel die Papaya. Aber hier in diesem Großmarkt haben wir die beste Qualität an Früchten bekommen. Hier ganz viel Papayas, Bananen, Mangos. Kaktusfeigen, Guaven, Pflaumen, das ist irgendeine Frucht, die kenne ich gar nicht, die haben wir auch gar nicht probiert. Mandarinen, Zitronen, Wein, Ananas, sowas wie
Passionsfrucht, Drachenfrucht, Karambole, Avocado, ein paar andere Bananen, Granatapfel und das Vicky-Valo da hinten. Hier gibt es ganz viel Gemüse, Möhren, Weißkohl, Auberginen, Blumenkohl, Brokkoli, Kürbis, Gurken, Rotkohl, Zucchini. Und Henry packt sich hier alles voll. Papaya, Mangos. Hier gibt es dann noch Äpfel und Mandarinen, Orangen. Und hier gibt es ganz viele Tomatensalat und Paprika. Und hinten gibt es noch mehr Salat und ganz viel Grünzeug. Kräuter, Sprossen, Spargel, gibt's auch Sprossen. Zwiebelsprossen, Linsensprossen, Sojasprossen, Blüten auch. Und hier noch ganz viel Petersilie, Koriander, Dill. Ich habe jetzt relativ wenig im Großmarkt gekauft. Eine kleine Papaya, zwei Mangos und ein paar Feigen mit Plastiktüte. Plastiktüte lässt sich manchmal nicht vermeiden. Die Feigen sind recht weich und die zerquetschen dann ganz schnell. Aber ich verwende die Tüte dann einfach beim nächsten Mal weiter. Hier auf La Palma ist es auch möglich, wilde Früchte zu sammeln. Hier wachsen zum Beispiel ganz viele Kaktusfeigen. Man kann auch Feigen sammeln. Man findet auch Plantagen, die verlassen sind, die nicht mal bewirtschaftet werden. Bananenplantagen, Avocadoplantagen. Also man kann hier auch sich oft in der Natur was sammeln. Man kann auch in Gärten fragen, wenn man zum Beispiel wandern geht und sieht eine Finca, wo es Bäume gibt, Granatapfel, Guaven. Bananen, Avocado-Bäume, Mango-Bäume, Orangen-Bäume, kann man auch die Besitzer fragen, ob sie vielleicht etwas übrig haben, sich etwas aufsammeln und pflücken. Also das habe ich jetzt hier auch schon erlebt, dass das möglich ist. Es ist eine wundervolle Insel, um wirklich auch mit relativ wenig Geld sich doch rohköstlich zu ernähren. Wenn man bereit ist, auch in der Natur zu sammeln und bestimmte Früchte, gerade wenn sie ja Saison haben, sind wirklich sehr, sehr günstig. Die Mangos kosten hier zu ihrer Hochzeit 2 Euro das Kilo. Und das sind wirklich qualitativ hochwertige Mangos. Und wenn man auch seinen Körper darauf, sage ich mal so, trainiert hat, weniger zu essen, nur 1-2 Mahlzeiten am Tag, dann kommt man hier auf La Palma auch mit wirklich wenig Geld aus. Wenn man dann eben sonnengereifte Früchte isst, dann isst man 2-3 Früchte und dann ist man wirklich auch satt. Wir haben sie am Anfang unseres Aufenthalts ein bisschen übertrieben. Also ich habe dann wirklich diese Vielfalt der Früchte erstmal genossen, weil ich das ja so in Deutschland gar nicht kenne. Und dann haben wir ganz viele Mangos am Anfang gegessen. Ich habe viel mehr gegessen, als ich eigentlich gebraucht hätte. Mein Körper hat mir dann auch so nach 1-2 Wochen gesagt, so, jetzt mach mal einen Stopp hier. Da war es mir dann auch mal ein bisschen übel. Dann ging es mir mal einen Tag nicht gut, da habe ich einen Tag gefastet. Dann habe ich auch gemerkt, okay, jetzt muss ich einfach mal ein bisschen wieder zurücktreten. Ich mute meinem Körper einfach zu viel zu. Ich brauche gar nicht so viel Nahrung. Es ist jetzt einfach nur der Appetit, der Genuss, jetzt diese reifen Früchte zur Verfügung zu haben. Aber eigentlich habe ich gar nicht so viel gebraucht. Und dann bin ich wieder ein Stück zurückgefahren, habe weniger gegessen. Und dann merke ich auch wieder, dass mein Körper das jetzt wieder gut annehmen kann, dass es mir gut geht. Wir sind jetzt direkt in Los Llanos und hier gibt es eine schöne kleine Markthalle. Da kaufen wir auch ab und zu Früchte oder Gemüsefrüchte und da schauen wir jetzt einfach nochmal rein. Oh, hier gibt es auch Ananas, Papaya, Grapefruit, Orangen, Bananen, Tomaten, Zitronen, Süßkartoffeln, das sehe ich auch hier ganz oft, getrocknete Paprika, noch mehr Süßkartoffeln. Es gibt Bananen, Zwiebeln und Knoblauch und hier Kartoffeln. Mehr Papaya und Bananen. Ananas. Hier gibt es noch ein paar Mangos, aber. Hier sind noch ein paar Bananen. Ein paar Bananen. Ja, als wir hier Ende Oktober angekommen sind, gab es die tollsten Mangos hier. So leuchtend gelb, orange und jetzt. Ist die Zeit dieser Mangos leider vorbei. Ist das eine Austin? Mhm. Das ist eine Austin jetzt. Gibt es noch diese Mangos? Sind auch okay, aber wir finden die anderen Sorten. Ich weiß gar nicht, welche Sorten das waren. Waren viel leckerer. Die sehen aber auch gut aus. Und hier könnt ihr auch sehen, dass hier der Zucker oben rausläuft. Ja, und dann. Und das ist ein sehr gutes Zeichen. Nehmen wir doch mal eine mit. Ja. Eine geht noch. Eine geht. So, noch Kartoffeln. Also das. An den meisten Ständen hier noch ein bisschen Kürbis, an den meisten Ständen gibt es dann das Gleiche. Ganz viel getrocknete Paprika. Hier gibt es noch einige von diesen gelben Mangos, von denen wir gerade gesprochen haben. Sehr, sehr schmackhaft.
Und die Mangosaison ist, glaube ich, hier so September, Oktober, November, bis in November hinein. Und dann sind die Mangos, ganz tolle Mangosorten, saftige, aromatische Mangos, die sind dann hier ganz günstig, 2 Euro das Kilo. Hier auf La Palma gibt es auch Wildkräuter. Hier seht ihr zum Beispiel Löwenzahn und Breitwegerich. Hier gibt es schon eine Pusteblume, aber es gibt hier auch noch gelbe Löwenzahnblüten, die man auch wunderbar essen kann. Es gibt auf der Insel hier auch Wildkräuter, zum Beispiel Breitwegerich, Löwenzahn kann man hier auch essen. Dann kann man sich auch in der Natur noch kostbares Wildgrün sammeln. Da hat man dann noch seine Portion Chlorophyll. Also es ist wirklich eine fantastische Insel für Rohköstler, aber auch für Veganer. Und ich zeige euch jetzt in diesem Video noch so eine Art Food-Diary. Wir haben einfach mal an 2 Tagen mitgefilmt, was ich gegessen habe. Und ab und zu habe ich auch noch mal so eine Monomahlzeit gefilmt, Kakis oder Maracuja, die ich dann in den Tagen vorher gegessen habe. Ich esse jetzt eine Monomahlzeit Mangos. Habe mir so ein paar reife Mangos herausgesucht. Die schmecken wirklich fantastisch. Henry, die großen schmecken wie Zuckerwatte, ne? Ja. Sehr, also faserfrei eigentlich. Ja. Fast, also sehr faserarm, sehr aromatisch, sehr saftig und vor allem sehr sonnengereift. Hier ist Henrys Mango-Ecke. Und ich habe jetzt auch einen neuen Tipp bekommen von Henry, wenn man nämlich die Mangos schält und dann die so isst, und dann faltet sich das Aroma nochmal anders, ne? Als wenn man die... Weil weniger Sauerstoff eingewirbelt wird und dadurch schmeckt es dann am Ende besser. So sieht es dann aus. Ich habe meine 4 Mangos geschält. Jetzt filme ich nochmal ganz schnell die Abendmahlzeit von Henry. Henry isst am Abend meistens auf La Palma Avocado und... Zusammenstoß mit Avocado und Gurke. Und ich bin gerade dabei, mein Essen zuzubereiten. Zeige ich euch auch noch gleich. Hier in dieser Schüssel befinden sich schon mal viele kleingeschnittene Tomaten und Rucola, den ich heute im Bioladen gekauft habe. Hier seht ihr jetzt meine Abendmahlzeit. Sie ist gerichtet. Also das ist dieser Salat jetzt mit Rucola und Tomaten. Und was ist noch dabei? Avocado-Stücke sind jetzt hier noch dabei. In Deutschland gibt es manchmal für mich noch dazu Zitronensaft oder angekeimte Sonnenblumenkerne. Hier belasse ich es bei diesen 3 Zutaten. Rucola, Tomaten und Avocado. Und danach esse ich noch Gurke mit Schnittlauch und, haben wir heute aus dem Bioladen entdeckt, rote Avocado. Neuer Tag, meine erste Mahlzeit heute werden Ananasstücke sein. Die Ananas hier auf La Palma schmeckt fantastisch. Der eine oder andere von euch wird es wahrscheinlich kennen, wenn ihr in Deutschland Ananas kauft und ein paar Stücke esst, dann kann es passieren, dass euch der Mund brennt, die Lippen brennen, die Zunge brennen. Da ist einfach zu viel Säure in der Ananas und sie ist viel zu früh geerntet worden. Und hier auf La Palma, wenn man natürlich regionale, sonnengereifte Früchte kauft, passiert das natürlich nicht. Hier kann man eine ganze Ananas essen und merkt überhaupt nichts. Und während ich die Ananas esse, genieße ich den Blick aufs Meer. Heute gab es als Abendmahlzeit Mangos. Ich habe meine leider schon aufgegessen. Hier sind unsere ganzen Schalen drin. Henry hat hier noch ein bisschen was übrig. Eine große Mango und genießt auch gerade noch einen Mangokern. Und dann, du kannst leider auch nicht mehr sehen, nach meinen 3 Mangos habe ich insgesamt gegessen. Eine hat nicht mehr so gut geschmeckt. Da habe ich noch eine Stachelanone gegessen. Vielleicht blende ich auch noch mal ein Foto ein, falls ich eins finde. Da seht ihr, wie sie noch in Form aussieht. Jetzt kommt der zweite Teil meiner Abendmahlzeit. Einen Teil davon habe ich schon wieder vergessen zu filmen. Also heute ist es ganz verrückt. Auf diesem Teller seht ihr noch so ein bisschen eine grüne Soße. Das war eine geraspelte Gurke mit Chlorella-Pulver, was ich mir noch aus Deutschland mitgenommen hatte. Natürlich Chlorella von der Algenfarm in Klötze. Dann gibt es hier noch einen Salat aus geraspelter Gurke, Schnittlauch und Tomaten. Da ist auch noch ein bisschen Knoblauch dabei. Und dazu esse ich hier so eine kleine Hassavocado. So kann auch eine kleine Rohkostmahlzeit auf La Palma aussehen. Das sind Maracuja-Früchte. So kann auch eine kleine Rohkostmahlzeit auf La Palma aussehen. Reife Kaki-Früchte. Ich habe hier auf La Palma in den Bioläden und Reformhäusern noch einige Rohkostprodukte entdeckt, die ich so von Deutschland noch nicht kannte. Zum Beispiel so einige grüne Pulver oder zum Beispiel auch Rohkostriegel oder auch folgendes Getränk. In 2 Reformhäusern hier auf La Palma in der Stadt Los Llanos, also wir kennen nur diese 2 Reformhäuser, vielleicht gibt es das ja auch überall in allen Reformhäusern auf La Palma, da haben wir Kombucha gefunden, Captain Kombucha, das ist ein portugiesisches Produkt, da gab es so ein Basis-Kombucha, dann hat man hier Kokosnuss und Ananas, also links ist Kokosnuss, rechts Ananas, da gab es noch Himbeere und Cayennepfeffer. Und was wir dann rausgefunden haben, also Kombucha ist vegan und dieses hat auch Rohkostqualität. Ist biologisch, hat Rohkostqualität und es war eine sehr interessante Erfahrung, diesen Kombucha zu trinken. Hier seht ihr mal einen Einkauf, den ich... Nein, kein Einlauf. Hier seht ihr mal... Oh, Henry bringt mich ganz durcheinander. Hier seht ihr den Einkauf,
den ich heute getätigt habe. Das ist ein kompletter Bio-Einkauf. Also ihr seht hier Avocado, Bio-Einlauf. Ich weiß nicht, ob man Henry im Hintergrund hört, der versucht mich hier mit Absicht aus dem Konzept zu bringen. Ihm gelingt es fast, aber nur fast. Hier seht ihr Avocados. Also das sind normale Avocados, grüne Avocados, Fuerte, wie wir sie auch aus Deutschland kennen. Und das ist eine typische Avocado, die hier auf La Palma wächst. Habe ich heute das erste Mal entdeckt, sehr interessant. Natürlich habe ich mir auch etwas Grün mitgenommen, Schnittlauch und Rucola. Und die Verkäuferin in diesem Bioladen in El Paso, das ist ein größerer Bioladen, die hat mir erzählt, dieses Grün bekommen sie von einem Deutschen, der das anbaut. Und die nehmen auch immer gern seine Salate und seine Kräuter, weil er wirklich einen grünen Daumen hat. Dann habe ich hier noch, das sind auch noch Avocados. Ihr seht hier Mandarinen, die sind hier auch sehr schmackhaft. Dann noch zwei reife Kakis. Dann haben wir hier noch, hier drüben ist auch noch eine Passionsfrüchte, die mag ich auch sehr, sehr gerne. Die haben so einen schönen blumigen Geschmack. Und hier noch Tomaten, natürlich Tomaten. Und ich freue mich heute auf einen ganz besonderen Salat, den ich auch gerne im Sommer in Deutschland esse. Und zwar ist das einfach nur Rucola. Tomaten und Avocados. Und in Deutschland kann ich mir manchmal noch Sonnenblumenkerne an, gibt das dazu, vielleicht auch noch ein bisschen Zitronensaft, und das ist für mich mein absoluter Lieblings-Sommersalat. Und hier drüben, da seht ihr Früchte, also Gemüsefrüchte, die Gurke ist ja auch eine Gemüsefrucht, Früchte, die ich im Großmarkt gekauft habe. Hier Gurken, die schäle ich natürlich auch immer. Da sind Gurken, hier haben wir noch ein paar Avocados, hier eine Stachelanone, die habe ich jetzt auch hier noch nicht gesehen, heute das erste Mal. Und dann verschiedene Mangos. Zusammenfassend möchte ich nochmal sagen, La Palma ist eine wundervolle Insel für Menschen, die sich gesund ernähren möchten, den Fokus auf pflanzliche Kost, pflanzliche Frischkost setzen. Die können sich hier wunderbar ernähren und das auch sehr gut mit Bewegung kombinieren. Man kann hier wunderbar wandern, man kann hier schwimmen. Wenn der Wellengang hier am Meer, an den Stränden zu groß ist, dann gibt es hier auch ein paar Naturbecken der Insel, wo man dann auch schön schwimmen kann. Man kann hier auch joggen, Yoga machen am Meer. Also es gibt hier so viele Möglichkeiten. Man hat das Meer, die Berge, man kann sich hier wundervoll erholen. Man hat hier verschiedene Vegetationszonen. Wenn man es wärmer mag, geht man weiter in den Süden, in den Südwesten. Wenn man es ein bisschen kühler mag und eher wandern möchte, dann eher in den Norden. Also es ist wirklich ganz fantastisch. Und das kann ich jedem nur empfehlen, der sich auf einer schönen Insel einfach mal eine Auszeit gönnen möchte. So. Das war's wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Bis bald, eure Silke.